Moin. Hi. Wir sitzen gerade in den Holmer Sandbergen und wie ihr sehen könnt, stehen hier da und da zwei Schönheiten neben uns. Nicht mehr die HSV-farbenen CGRs, sondern wir haben endlich die Rahmen bekommen, die von vornherein uns angedacht waren, aber bisher nicht verfügbar waren. Und zwar sind das die Gravel SL von Ribble. Das Coole an diesen Rädern ist und weswegen wir diese unbedingt haben wollen, ist, dass wir jetzt überall vorne an der Gabel und obendrauf und unterm Rahmen. Obendrauf, am Oberrohr heißt das. Das ist immer schön, wenn, ist doch egal, jeder weiß, was wir meinen. Das ist immer schön, wenn wir über so Dinge reden, weil ich komme dann mit dem Fachtermini um die Ecke oder zumindest so einigermaßen halbwissen Fachtermini und Jana sagt oben drauf, unten drunter. Ja, überall sind und manchmal weiß man nicht so genau, was sie meint. Aber sie spricht von den Ösen und den Bohrungen. Das wollte ich ja noch, ausführen. Okay, Entschuldigung. Ich habe meinen Satz ja noch nicht zu Ende gesprochen gehabt. Wo wir Taschen dran befestigen können und Halterungen für Taschen. Was natürlich für unsere Bikepacking-Pläne optimal ist. Mal abgesehen davon, dass ich die Farbe auch ziemlich gut finde. Ja, also die Farbe ist wesentlich schöner. Das Coole ist, dass wir waren ja mit den CGRs auch beim Bikefitten. Und das Schöne ist, dass die Geometrie der beiden Rahmen exakt gleich ist. Also effektiv ist der Unterschied zwischen dem Gravel SL und dem CGR SL einfach nur ja, die Lackierung und halt die Anschraubpunkte. Wir haben effektiv dieselben Teile noch dran wie an den CGR, weil es macht relativ wenig Sinn, also zwei komplett gleiche Fahrräder hinzustellen und deswegen haben wir einfach jetzt die Rahmen quasi getauscht. Genau, wir haben ja schon im letzten Video relativ viel zu den Rädern erzählt. Das Ganze kommt mit einer Shimano GRX Di2 Barwick-Laufrädern mit WTB Byway Reifen. Übersetzung kann ich euch jetzt aus dem Kopf raus gar nicht sagen. Ich bin da so unnerdy. Das ist auf jeden Fall eine One-By und ich glaube eine 11,42 hinten und vorne wahrscheinlich 40. Könnte auch falsch sein, keine Ahnung. Ich werde das irgendwie einblenden. Jana weiß es auch nicht besser. Nein, aber für das, was wir fahren, reicht es bisher sehr gut. Das kann ich sagen. Genau, was jetzt für uns auf jeden Fall interessant sein wird, zu gucken, wie verteilen wir jetzt zum Beispiel Gepäck auf unserer nächsten Tour. Wir fahren in knapp 4 Wochen, geht es für uns nach Dänemark für eine Tour. Und diesmal ein bisschen länger als für Wochenende. Wir planen da so eine Tour von ungefähr Höhe Sylt hoch bis nach Skagen. Das sind so um die 600 Kilometer in dem Dreh, glaube ich. Jana genau. Weiß es vielleicht besser, die hat das geplant. Es sind über 580 irgendwas knapp Kilometer insgesamt. Und das in mehreren Tagen aufgeteilt, komplett mit Zelt und Selbstverpflegung. Genau, wir wollen da halt möglichst wenig auf Campingplätze gehen, sondern eher auf die Shelterplätze. Campingplätze sind dann so die Option, wenn wir Elektronik laden müssen. Weil wir, dadurch, dass wir auch filmen werden, brauchen wir natürlich irgendwie Akkus für die GoPro, Akkus für die Kamera, die Navigationsgeräte und sowas halt. Auch da ganz spannend. Ich teste seit einiger Zeit den Hammerhead Karoo 2. Eigentlich gar nicht geplant, darüber zu reden, aber wir können einfach mal so ein Update-Video machen. Warum nicht? Es ist kein ganzes New Bike Day-Video, sondern wir machen was anderes daraus. Ist ja auch nur New Rahmen Day. New Rahmen Day, genau. New Frame Day. Nee, genau. Und zwar habe ich den Hammerhead Karoo 2 seit, ich glaube, 4 Wochen jetzt oder so. Und ich finde das Gerät ziemlich cool. Ich mag das Display unglaublich gerne. Die Bedienbarkeit ist, finde ich, ziemlich cool. Aber ich habe auf unserer letzten Tour schon gemerkt, der große Haken ist die Akkulaufzeit. Und zwar hatten wir eine Tour gemacht, 120, 30 Kilometer oder sowas, was bei unserem Tempo schon ein paar Stunden sind. Jedenfalls inklusive Umrouten und sowas, keine Ahnung, vielleicht irgendwie eine 7 Stunden Unterwegszeit oder sowas. Und ich bekam, kurz vor Ende der Tour, eine Akkustandwarnung, noch 20%, während Jana auf ihrem Wahoo ELEMNT Roam, den wir die Hälfte etwa hatte. Noch die Hälfte des Akkus hat. Ich hätte noch mal eine Tour machen können. Ja, das ist so ein bisschen, wo ich denke, so schade. Ich hätte ihn gerne auch für Dänemark genommen, aber so ist das keine Option, weil dann müsste ich den halt jeden Tag laden und das ist auch keine Option so wirklich. So viel Stromversorgung haben wir dann doch nicht. Vielleicht testen wir in Zukunft noch ein weiteres Gerät, aber dazu mehr, wenn es dann soweit ist. Das könnte unter Umständen dann die goldene Mitte zwischen Wahoo und dem Hammerhead sein, aber Jedenfalls ist der Hammerhead für mich zu Hause, also so für unsere normalen Touren, ist das echt, macht er sehr viel Spaß, das ist eine gute Option. Einziger Haken ist natürlich jetzt, dass dieser ganze Shimano, SRAM, Diskussionskram, dass Shimano, SRAM, also auch Hammerhead, die von SRAM gekauft worden sind, die Anbindung an die Schnittstelle verbieten und dementsprechend halt die Di2 nicht über das Hammerhead angesteuert werden kann. Was ein bisschen schade ist, weil so ein paar Features dadurch wegfallen, die man beim Element hat. Aber sonst ist das, ja, mal schauen. Also ich finde den super. Jana hat ihn nicht probiert bisher, hat noch keine Lust dazu, glaube ich. Ich bin mit der Einfachheit des Wahoos tatsächlich im Moment sehr zufrieden. Vor allem, weil das für unsere Touren, die wir so fahren, wenn wir jetzt keine längere Touren machen, absolut reicht. Und einfach und unkompliziert ist. Ja, genau, einfach und unkompliziert. Das ist ja so ein Ding, das ist so, eigentlich bin ich da auch für, aber so ein bisschen nerdy gerne. Also ich bin nicht nerdy, aber ich mag so Sachen auszuprobieren. Der nächste Schritt, den wir jetzt bei den Rädern machen, bevor wir die Taschen alle testen, ja? Ist, dass wir die Räder auf Tubeless umstellen endlich. Das wird auch mal Spaß. Ja, weil wir das schon lange vorhaben. Genau, die Sachen von WTB stehen schon bei uns zu Hause. Wir wollen deren neues Tubeless-Rädern testen. Das wird ja so hoch gelobt. Dazu haben wir vor, auch ein Video zu machen. Das wird auf jeden Fall ein riesen Spaß werden. Nicht? Also für euch wahrscheinlich mehr als für uns, weil... Wird schon schief gehen. Also ich zumindest bin nämlich handwerklich so wie so zwei linke Hände. Aber ja, schauen wir mal, wie das so funktioniert. Oder ob wir hinterher eine komplett eingesaute Wohnung haben. Ja, oder eine Katze voller Tubeless-Sealant. Wir schauen mal. Die Katze Tubeless ist auch nicht. Ja, Katze Tubeless, super Idee. Nee, genau. Ansonsten, ja, es ist unser erstes Video, wo wir eigentlich nicht nur einen Vlog haben. Und wir haben gedacht, ab und zu machen wir sowas mal. Ihr könnt gerne in den Kommentaren was dazu hinterlassen. So, welche Themen interessieren euch? Was könnten wir machen? Wir haben so ein paar Ideen auf dem Schirm, die wir umsetzen wollen. Weil das Ding ist, nur zu vloggen, das ist cool, aber... ist auch immer eine Menge Arbeit, das zu schneiden und zwischendurch mal was anderes zu haben, ist eigentlich ganz cool für uns, weil wir auch mal vielleicht ein bisschen Luft haben, wo ich vor allem ein bisschen Luft habe, das nicht alles so schnell schneiden zu müssen. Vielleicht ja auch andere Themen ganz interessant sind. Ich glaube, Jana ist gerade seit diversen Wochen daran, diverse Snacks zu testen. Vielleicht möchtest du davon schon was erzählen? Naja, also wir haben ja schon öfter mal in den Videos gezeigt, dass ich ständig Hunger habe. Na, Jana hat nicht immer Hunger. Und schnell von den Snacks gelangweilt sind, wenn ich immer die gleichen essen muss. Entsprechend teste ich mich gerade durch alles, was es so gibt aktuell auf dem Markt, was jede Menge ist, durch vieles durch. Und wir versuchen herauszufinden, was schmeckt uns und was davon kann man durchaus auch mal öfter essen, ohne dass es gleich einem zum Hals heraushängt. Aber so viele Regeln, wie wir jetzt da haben zum Testen, haben wir natürlich noch nicht alles durchprobiert. Genau, da sind so einige dabei. Ich kann jetzt gar nicht aufnehmen, was das ist. Das ist mit Schokolade, ohne Schokolade, mit Frucht, ohne Frucht und so weiter. Genau, also irgendwie von süß über herzhaft zu, keine Ahnung, sind da deftige Dinge bei, sind da scharfe Sachen bei, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass an manchen Tagen ich schon gedacht habe, so heute haben wir einen falschen Riegel dabei, weil heute ist, irgendwie passt der jetzt nicht zu dem, was ich gerade möchte. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas, die Räder haben wir abgehakt, die Dänemark-Tour haben wir abgehakt, dann Regeltest haben wir abgehakt, Tubeless haben wir abgehakt, vielleicht irgendwas was wir noch, ja, was wir noch auf jeden Fall dazu sagen müssen. Stimmt, wir haben natürlich, erzähl du das. Bevor wir mit den Rädern ich hab dazu auch Notizen gemacht. Die kannst du wirklich ergänzen. Ja, fang an. Bevor wir mit den Rädern natürlich auf eine längere Tour gehen, aber auch bei Touren wie diesen, wo wir jetzt einfach so ein bisschen durch Straßen oder Unterholz fahren, kann ja immer schnell mal was passieren. Ob das ein Unfall ist. Oder auch beim Bikepacken. Oder auch beim Bikepacken vor allem, ne, wenn gerade geklaut wird, ob es umfällt, ob es sogar Verschleiß. In dem Fall ist für uns schon immer wichtig gewesen, dass wir eine Fahrradversicherung abschließen. Weil wir natürlich kein billiges Rad haben, aber selbst wenn es ein billiges Rad wäre, würden wir jetzt das Fahrrad versichern wollen. Weil wenn es weg ist, ist es ärgerlich. Das kennt jeder. Das will keiner. Wir haben unsere Fahrräder bei Helden.de versichert. Und das ist super einfach und unkompliziert. Man muss eigentlich gar nichts groß machen. Man muss kein besonderes Schloss haben. Man kann jedes Rad ausnahmslos versichern, egal welches Material, egal ob es ein E-Bike ist. Da gibt es keine Unterschiede. Man bezahlt das unkompliziert und das Rad ist versichert. Das geht innerhalb von ein paar Minuten. Genau, du kannst alles bei helden.de, kannst du alles online machen. Das Spannende ist, du hast keine Mindestvertragslaufzeit, du kannst quasi jederzeit kündigen. Wie Jan schon sagte, Carbon ist versichert, Alu ist versichert, du kannst auch mit deinem Carbonrad auch Rennen fahren, selbst das ist versichert. Genau, oder Downhill-Events, wenn man jetzt Mountainbike fährt zum Beispiel, ist ja auch bei vielen Versicherungen ausgeschlossen. ist hier nicht explizit ausgeschlossen. Genau, es gibt da so ein paar Unterpunkte, was nicht geht, aber generell ist es drin. Auch definitiv interessant ist, dass die Anbauteile mitversichert sind. Das heißt, wenn dir jemand jetzt deinen GPS-Computer vom Rad klaut oder deine Bikepacking-Tasche klaut, ist die auch versichert bis zu einem gewissen Wert. Wir werden auch nochmal die ganzen Infos dazu unten in der Videobeschreibung haben. Wir sind jedenfalls von dieser, also ich sage es mal so, ich bin überhaupt kein Freund von Versicherungen, weil eigentlich, Versicherungen ist so, das Deutscheste, was man so machen kann. Aber eine Radversicherung macht definitiv Sinn, gerade wenn man halt ein teures Rad fährt. Und da ist einfach der Haken, viele Versicherungen sind einfach relativ undurchsichtig, man versteht es nicht und im Schadensfall lassen sie sich wahrscheinlich hängen. Also das ist meine Erfahrung mit vielen Versicherungen. Wir hatten zwar keinen Schadensfall, von daher können wir es bei Helden natürlich nicht sagen, aber was wir sagen können ist, dass das Ganze sehr transparent ist. Und das gibt es halt sonst, meiner Auffassung, in vielen Bereichen nicht so. Ja, sehr transparent, sehr, wie gesagt, was ich schon sagte, einfach. Es ist wirklich einfach abzuschließen. Man hat nicht viel dass man irgendwo irgendwas Kleingedrucktes lesen muss oder so. Man findet schnell heraus, was geht nicht. Genau, du kannst auch, also selbst wenn jetzt euer Kumpel mit eurem Fahrrad einen Sturz hat, ist das auch versichert. Also das ist nicht quasi... Also wenn ihr das Fahrrad verleiht, ist es selbst dann noch versichert. Auch Verschleißteile sind mit drin. Also wenn irgendwas in die Reparatur muss, könnt ihr am Ende die Reparaturrechnung bei Helden.de einreichen und das wird euch ersetzt. Also das Paket ist unglaublich gut. Und ja, das ist natürlich auch Werbung. Aber bei uns ist mal wichtig, dass wir nur für Sachen werben, wo wir wirklich hinterstehen. Und in dem Fall können wir das wirklich guten Gewissens tun. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das machen mit unserem Code. Den findet ihr in der Videobeschreibung. Und das Ganze gibt euch dann, wie war das? Ja, sag doch mal. Ein Freundschaftsrabatt, vermutlich. Ja, ihr zahlt auf jeden Fall weniger. Ich blende das auch nochmal ein. Ihr seht, wir sind die schlechtesten Influencer der Welt. Wir sind nämlich richtig schlecht vorbereitet. Ja. Ja, gut. Das zu Helden.de. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Was auf jeden Fall nächste Woche kommt, wir haben noch ein paar Videos in der Pipeline. Zum einen waren wir am Möhnesee, das ist ein See noch in meiner Heimat. Ihr habt ja eventuell das Video gesehen, wie wir rund um Dortmund unterwegs waren, zum Kartoffellort. Und da sind wir von meiner Mutter ausgefahren zum Möhnesee. Das ist einer der größten Stauseen in Deutschland. Das ist auch nochmal definitiv bald einen Blick wert. Und wir waren vor kurzem auch mit dem Rad unterwegs nach Glückstadt. Das war auch eine ganz schöne Tour. Genau, die kommen so in der nächsten Zeit. Ja, und ansonsten mal schauen. Wie gesagt, lasst gerne Kommentare da, was euch interessiert oder was euch nicht interessiert. Like, natürlich, Daumen nach oben, abonniert uns. Genau, abonnieren ist super, hilft. Ein Daumen hoch hilft immer. Und ja, wir sind gespannt und freuen uns auf die nächsten Sachen, die also kommen werden. Ihr merkt ja, wir entdecken YouTube erst neu für uns. Ja, wie gesagt, für heute wär's das. Jo, dann wieder ab auf die Räder. Ja, dann fahren wir jetzt weiter. Ihr habt noch einen schönen Tag und habt einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Bis nächste Woche oder über 2 Wochen. Mal sehen, wann wir uns wiedersehen. Ciao. Tschüss.